26. Januar 2021, 21 Uhr. Anni und Martin im Gespräch mit dem Adlonbauer. Hallo. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Georg Haltermann. Ich bin 50 Jahre. Wir haben zu Hause einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 60 Kühen und so einen kleinen landwirtschaftlichen Lohnbetrieb dabei, mache ich noch dabei. Und ja. Warum bist du heute hier? Warum bin ich heute hier? Weil wir seit einem Jahr jetzt an Protesten sind vor Zentrallagern und es tut sich nicht. Die Politik bewegt sich nicht. Frau Schulze, Frau Klöckner, wir kriegen Rahmenbedingungen aufgewirkt, dass wir schaffen es so nicht. Also ich habe letztes Jahr gesagt, wenn wir so weitermachen, dann kann ich meine Flächen lieber verpachten. Wir sind am Existenzminimum und ich fahre nicht für Lust und Dollerei hier nach Berlin hin, weil wir können nicht mehr, wie Landwirte. Es geht nicht mehr. Wo kommst du her? Ich komme aus Reken, das ist im Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen, Westmünsterland. Da, wo Langnesiglo den schönen Blubspinat herstellt, da. Das ist 600 Kilometer von hier entfernt. Ja. Sind wir hingefahren, wir haben eine Zwischenübernachtung gemacht und sind dann heute Morgen, frühmorgens hier nach Berlin reingefahren. Weil wir wollten auch zum Landwirtschaftsministerium hinfahren, aber da durften ja nur 80 bis 90 Schlepper stehen. Also hat man uns weitergeleitet hier zum Alex hin und zwar hier dann unsere. Wir haben eine Mahnwache und wir sind auch die ganze Woche. Wir bleiben so lange, bis Frau Klöckner oder Frau Schulze, wir wollen ein Gespräch haben. Wir wollen Ergebnisse haben. Wir wollen nicht immer nur vertröstet werden. Ihr schlaft auch hier, oder du schläfst hier? Ja, ich schlafe auch hier. Einige Kollegen schlafen, mehrere schlafen noch hier. Die alte Variante war immer sonst gewesen, Düngerstreuer hinter, Matratze reinlegen, klappt auch. In den Viehanhänger? In den Viehanhänger. Sonst haben viele haben so Düngerstreuer hinter. Ja. Da kann man auch drin schlafen. Habe ich letztes Jahr auch im Sommer, ist das kein Problem. Dieses Jahr kein Vierenwagen, das ist so ein Bauwagen, aber es sind auch welche mit einem Viehanhänger mehr hier. Einige sind zu den Hotels gefahren, aber wir wollen hier die Stellung halten. Als Mahnwache angemeldet, ist alles genehmigt von der Polizei. Wir dürfen eine Woche hier stehen bleiben, erstmal eine ganze Woche angemeldet. Jawohl. Was muss sich für dich konkret ändern, damit du auf deinem Hof überleben kannst, vernünftige Löhne zahlen kannst? Uns den Tieren gut geht. Sofort, als Soforthilfe muss jetzt sofort ganz dringend schnell Geld auf die Höfe. Wir haben einen Milchpreis zurzeit, die letzten Jahre, der bei 30, 31 Cent liegt. Schweinepreise 1,19, geht nicht. Wir brauchen mindestens normalerweise 10 Cent auf die Milch drauf. Wir müssen 40 Cent wenigstens haben, damit es wieder rumläuft. Wir fressen zurzeit die Substanz auf, also mehr als Substanz. Ich tue eigentlich, man muss sich vorstellen, der normale Arbeiter geht arbeiten und stempelt. Ich gehe morgens rein und tue eigentlich meinen 100-Euro-Schein in den Stempeluhr rein, die zieht er auf und arbeite eigentlich kostenlos auf dem Hof. Ich arbeite für nichts, ich behalte nichts über. Kostenlos oder sogar noch Schulden? Schulden, ja, ich mach im Grunde nicht. Ich kann es momentan nicht abbezahlen. Darf ich fragen, wie hoch sich das jetzt mittlerweile beläuft? Ne, das ist alles noch im Rahmen. Wir kriegen ja eigentlich unsere, ja, wie heißt das, man sagt immer unsere Prämie, das ist ja unsere Ausgleichszahlung. Da bin ich schon darauf angewiesen, dass ich die kriege wieder, damit ich das andere wieder abmache. Ich habe einen Stall gebaut, 2016 noch, einen kleinen Rinderstall, aber das muss ja abbezahlt werden. Ich lebe zurzeit ein bisschen im Konto Korrent, nicht viel, aber wenn es länger geht, dann muss ich wieder einen Überbrückungskredit nehmen. Das ist damals bei der Milchkrise, gab es dieses Milchdarlehen auch. Aber das kriegt man auch, das muss aber auch wieder zurückbezahlt werden. Aber ich will nicht nur von Darlehen leben, ich will nicht von Subventionen leben, ich will von meiner Hände Arbeit leben, von dem, was ich tue. Und das muss gar nicht so viel teurer eigentlich im Laden werden. Wenn ich sehe, was die ganzen Einzelhandelsgeschäfte, Redeka, Edekas und die vier großen LEHs mit verdienen in den letzten Jahren, ihre Eigenkapitalaufstockung, was die LEHs gemacht haben, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was die zusätzlich verdienen, was die Produkte teilweise im Laden gar nicht mal, ja, eigentlich teurer auch was geworden sind, aber der Preis bei uns ist immer noch der gleiche. Wenn man als Vergleich sieht, die Milch in den 80er Jahren, oder ich bin ja mittlerweile schon auch 25, 26 Jahre. Wir hatten damals, bevor der Euro kam, hatten wir, wenn man einen guten Milchpreis hat, 75 bis 80 Pfennig.
Und sonst immer 75 Pfennig, 80 Pfennig. Umgerechnet auf Cent, dann bin ich ja auch gerade mal bei 40 Cent, 35 Cent. Aber wir haben 25 Jahre dazwischen, Entwicklungsgeschichte. Ich bin ja auch nicht mehr mit dem Pferd auf dem Acker, sondern die Maschinen und alles ist teurer. Überall, jede Organisation macht Gewerkschaften, haben jedes Mal immer wieder Verhandlungen, Lohnerhöhungen, die Fixkosten, alles steigt doch. Und wir haben Auflagen, immer mehr Auflagen. Und das geht nicht mehr. Wir können viel erfüllen. Aber dann müsste es zum Beispiel eine Art Basispreis geben. Und wenn wir dann das noch mehr machen müssen, dann muss dafür auch Geld bezahlt werden. Was passiert, wenn Frau Klöckner nicht rauskommt, nicht mit euch spricht? Dann bleiben wir hier. Die muss mit uns sprechen. Die wird mit uns sprechen müssen. Frau Svenja Schulze hat das auch. Die haben wir auch immer. Also Frau Klöckner muss mit uns sprechen. Da ist zwar morgen auch eine Abordnung drin. Die muss sich jetzt erstmal Gedanken machen, denke ich mal. Wir werden... Solange wir beharren auf ein Gespräch. Das ist genauso ähnlich wie beim Lebensmitteleinzelhandel. Da haben wir auch lange ausgeharrt. Also ich bin auch bei etlichen Lagern gewesen und habe auch mitblockiert, bis dann irgendwann die Chefs mal rauskamen und dann wir haben unser Gespräch auch gekriegt. Es läuft zwar noch nicht ganz so, wie es ist, aber wir kommen zumindest ins Gespräch rein. Ja, ja, dann würde ich erstmal sagen, schön, dass ihr da seid. Ja. Wir drücken euch die Daumen. Also wir sind jetzt hier auf der Straße, der Karl-Marx-Allee. Alexanderplatz ist das, ja, oder hier. Alexanderplatz. Das ist uns alles mitgemeldet, ja, ja. Ist eigentlich dein Hof, hast du den geerbt oder wie kommst du ja, da? Ja, ich bin praktisch der Hoferbe gewesen. Ich bin zwar der Jüngste von den Kindern, aber in Deutschland ist es ja meistens so, Generation, mein Vater hat den Hof gehabt, dein Vater, mein Opa im Grunde. Geht ja nun. In Holland ist ja meistens, dass die Höfe teilweise, da kauft der Sohn vom Vater den. Aber nein, ich habe den Hof. Wir gehen jetzt mittlerweile in der vierten Generation, dritten Generation, ja. Und hast du Kinder, die den weiterführen werden? Ja, ich habe drei Töchter, aber die sehen selber, die sind außerhalb der Landwirtschaft beschäftigt. Also wir haben einen 60er Kuhbetrieb. Meine Frau macht zurzeit den ganzen Betrieb alleine. Schafft sie auch so mit meiner Mutter. Meine Mutter lebt noch, Vater ist gestorben. Mhm. Das geht jetzt für eine Woche vielleicht, so eben. Ja. Meine Kinder sehen selber, Papa, Mama rackern sich ab. Und was bleibt über? Meine Älteste ist Industriekauffrau, eine ist Verwaltungsfachangestellte und eine ist technische Produktdesignerin. Und wenn ich deren Lohnstreifen sehe oder praktisch was die bezahlt kriegen, dann denke ich, die sagen selber auch, warum sollen wir uns das antun? 24 Stunden... Rund um die Uhr, wenn eine Kuh, Kalb, Kälbchen kommt, Weihnachten, Silvester, egal was ist. Wir haben ja, Kühe ist ja im Grunde, ich kann auch mal feiern gehen oder auf einer Hochzeit, egal was. Aber ich muss immer dann denken, ich muss morgens, wir haben einen Melkstand, morgens und abends muss gemolken werden. Wann geht's morgens immer los? Wir sind nicht die frühesten, sagen wir mal so Richtung 6:30. Ja, 6:30 ist Melkenszeit angesagt und abends geht's meistens mit 6 Uhr auch los immer. 365 Tage im Jahr. 365 Tage im Jahr, immer rund um die Uhr. Was macht das mit dir, wenn du jetzt weißt, dass dein Hof wahrscheinlich nicht an die Töchter weitergeht? Knackt so ein bisschen auch an der Psyche, ist auch so, ne? Wenn es dann wirklich aufhören sollte, aber ich kann sie auch verstehen. Und ich habe denen mehr oder weniger auch gesagt, sie sollen auch erstmal in Anführungszeichen, ich will nicht sagen anständigen Beruf lernen, aber dass sie wissen, was die Sache ist im Grunde. Kann ja immer noch mal einer sein, je nachdem. Wenn einer mal einen Freund hat oder keine Ahnung oder der in die Landwirtschaft einsteigen will, aber es sieht danach aus, wenn die Auflagen immer höher wird, dass wir, ob es gewollt ist, dass wir vielleicht noch, wenn man guckt in Deutschland, der Green Deal heißt das so schön, ich habe manchmal das Gefühl, dass Deutschland die grüne Lunge Europas werden soll, wir wären nur noch Landschaftsgärtner hier und wenn ich sehe, was aus dem Ausland reingeführt werden, dann sollte man auch nachgucken, dann zu gleichen Standards und Bedingungen reinführen. Ist ja alles gut, aber es nützt ja nichts, wenn in Brasilien der Regenwald abgeholzt wird für Palmöl oder Palmölmontagen. Wenn ich gucke, in wie viele Produkte Palmöl drin ist, auch ob jetzt Schokocremes oder was, Nutellas oder wie sie alle heißen, Grunde. Da wird kostbarer Regenwald abgeholzt und wir machen hier Ackerland, was wir haben, machen da Schonung oder Grünstreifen, Stilllegung von im Grunde und nehmen es aus der Produktion raus. Wir haben es doch hier vor Ort. Ich weiß nicht, die CO2-Bilanz, ich will ja nichts sagen, aber wenn das dann von Brasilien über ein großes Schiff gefahren wird, ob das sich alle so rechnet, das kann doch nicht vor, also das passt vorne und hinten bei. Also da fehlt mir das Verständnis. Ja? Also da, und die Kleinbauern, wenn wir hier Überproduktion hatten, auch mit Milchpulver, und wir packen das Pulver rüber nach
nach, ja, was weiß ich, Afrika waren das, da macht man da die kleinen Strukturen auch kaputt. Weil die kleinen Bauern, die da auch die Milch produzieren, kriegen dann das billige Pulver von der EU, was teilweise in eingelagert worden werden. Wir hatten schon mal Butterberge und Pulverberge. Also das ist, ja. Letzte Frage, wie sieht das mit der Altersvorsorge in der Landwirtschaft aus? Ja, ich habe meine, was heißt meine Altersvorsorge im Grunde? Ich bezahle meine Alterskasse drin, ganz normal. Meine Frau zum Beispiel auch, die ist ganz bei mir auf dem Betrieb drauf. Ich bezahle für zwei meine Alterskasse. Das sind also pro Nase 250 Euro, 500 Euro, also 250 Euro für eine Krankenversicherung, was kommt. Davon werde ich nachher eigentlich nicht leben können mit 65. Also die Alterskasse ist, es ist was Geld. Ich habe ja Fläche noch, ich habe ja einen Betrieb noch im Grunde, ne? Kann man ja auch auf, aber nein, ist eigentlich nicht gedacht, aber man muss sich schon zwischen, also eine Lebensversicherung woanders, also zusätzlich machen. Also nur von der Rente, von der landwirtschaftlichen Alterskasse reden, das klappt nicht. Auch die Waage passt ja gar nicht. Wir zahlen ja ein, es werden ja immer weniger Landwirte. Wie soll das System funktionieren? Klappt ja gar nicht mehr. Früher hat das wohl geklappt. Ist einfach so, ja. Ja. Können Sie nochmal die Probleme, mit denen Sie als Bauern gerade zu kämpfen haben, hier in Deutschland, nochmal auf einen Punkt bringen? Und was fordern Sie von der Politik? Was muss sich ändern, damit die Situation für die Bauern besser wird? Die Gesetzgebung, was wir jetzt haben, wir haben Insektenschutz, Insektenschutzgesetz, was kommt dann ganz massiv, wo wir jetzt dran arbeiten, deswegen im Bundeslandwirtschaftsministerium, die roten Gebiete, die Einteilung der roten Gebiete, die Messbrunnen. Man will der Landwirtschaft das in die Schuhe drücken, die Nitratwerte im Boden. Und das kommt nicht nur von der Landwirtschaft. Die roten Gebiete, die Brunnen, die Prüfbrunnen, die gesetzt worden sind, man hat die willkürlich. Im Grunde ist ja im Grunde das alle verschlafen worden. Das ist ja, die EU hat jetzt gesagt, das ist im Grunde jetzt umschweifen. Also, wie soll man es sagen? Auf den Punkt gebracht. Genau, was muss sich ändern, damit es den Bauern wieder gut geht in diesem Land? Ja, erstmal einen anderen Preis. Die Rohstoffpreise für unsere Milch und Dings müssen auskömmlich sein, dass wir selber vom Leben. Da kann sich ja darauf ja alles abspielen. Aber ich kann doch nicht unter Kostendeckung nicht produzieren. Da macht keine andere Firma. Nur wir Landwirte. Ich bekomme eine Milchgeldabrechnung. Das könnte sich zum Beispiel auch ändern. Ich gebe meine Milch an der Molkerei. Ich weiß nicht, was ich für ein Geld dafür kriege. Ich gebe erstmal meine Milch ab. Ich habe eine. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Die Andienungs. Wenn ich meine Molkerei einen Vertrag habe, muss ich 100% meiner Milch an meine Molkerei abgeben. Ich kann keine andere Molkerei wechseln. Ich habe eine Andienungsverpflicht. Meine gesamte Milch geht zur Molkerei. Was haben wir bei Schweinen? Die Auflagen, also dieses Bürokratiemonster, und es muss nach die gute alte fachliche Praxis, die sollte mal wieder zählen. Es nützt so nichts, wenn wir jede Menge Studierten haben, die da oben uns das im Grunde in der Theorie alle ausrechnen können, aber es muss auch in der Praxis umsetzbar sein. Schweinespalten, ganz einfaches Beispiel. Vor Jahren die Schweinespalten, das Maß von 19 cm Mastschweine-Spalten auf 17 cm, angeblich wegen der Klauengesundheit. Die Schweine, ob sie jetzt besser stehen, glaube ich nicht mehr. Die hat es vorher auch gut gegeben. Die Stelle der Ammoniakgehalt, die Scheiße, ich sag's mal so, wie es kann nicht mehr so schnell einwandern, die Schweine sehen schmutzig aus, der Ammoniak ist viel höher, also geht gar nicht mehr. Es ist aus der Praxis gerissen. Das passiert gar nicht. Also das ist ein Gesetz, muss aber gemacht werden. Ist alles gut. Genauso wie jetzt die Stelle auch wieder umgebaut werden mit wie heißt es so schön? Offenstelle. Wie heißt es? Ich habe ja einen Offenstall. Mein Kuhstall zu Hause ist ein Offenstall. Alles los. Soll ja auch alles gemacht werden. Und jetzt hat man vor, wieder das neue, die Thea Luft. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist die neue, auch Landwirtschaft, Frischluft oder wie soll man sagen? Ich bin so in dem Thema auch nicht ganz drin. Jetzt sollen die Offenstelle wieder zugemacht werden mit Filteranlagen, damit nicht so viel Ammoniak gleich in die Luft reingeht. Ich weiß nicht. Wir müssen verlässlich, das ist auch ein Punkt, verlässliche Politik, Planungssicherheit, dass wir haben. Ich kann doch nicht, wenn ich was baue, ich kann nicht nach 3 Jahren sofort wieder umbauen, das geht nicht mehr. Jeder, wenn man sich die LEHs guckt, Aldi, Lidl, Co., jeder Markt, der gebaut ist nach 3 Jahren, 4 Jahren, haben die schwarze Zahlen wieder.
dann haben die sofort schwarz, sonst würden die das gar nicht machen. Wenn ich was baue, also ich nehme die Kredite immer für 20 Jahre auf, sonst geht es gar nicht. Gar nicht möglich, ja? Ja. Noch eine Frage, was ist da auf deiner Käppi für ein Symbol? Kannst du das mal erklären für die Leute, die es nicht kennen? Ja, das ist die Flugschwertfahne. Die kann am besten der Jan Hennig mal erklären. Die Friesen kennen das noch besser. Obwohl, man kann es ja einfach erkennen. Flug und Schwert. So, Flug steht für die Landwirtschaft. Wenn man das Schwert sieht, das Schwert zeigt nicht nach oben zum Kampf. Das Schwert zeigt in unserem Boden. Ich verteidige meine Flug, meine Scholle, meinen Grund und Boden. Der mir im Grunde, ich arbeite auf meinen Grund und Boden und möchte auch weiter auf meinen Grund und Boden arbeiten können. Und ich möchte auch bestimmen, wie ich, das ist doch mein Eigentum. Und wir kämpfen also für unseren, das Symbol des Widerstands, was auch im Grunde das Landvolk, gibt es viele Diskussionen drüber. Das Landvolk damals war, nach dem Krieg, glaube ich, waren die Landwirte, es gab ja diesen Reichsnäherstande, wie heißt es alle im Grunde, da wurden die Bauern verpflichtet und wurden enteignet im Grunde, mehr oder weniger. Ne? Darum ist es. Viele meinen immer, ja, auch die Farbgebung, aber der Fluch und das Schwert, aber das Schwert zeigt nicht zum Kampf, das Schwert zeigt nach unten im Boden, die Spitze. Ich möchte meinen Grund und Boden, meine Scholle verteidigen. Hier ist es nochmal zu sehen. Ja. Die Fahnen, ich habe auch zwei Fahnen rechts und links dran. Ja, das haben wir. Ja, ja. Zeigen wir mal ganz kurz. Die wehen. Ja. Gab es immer Diskussionen, weil wir immer, man versucht es ja, ob es jetzt, ich sag mal, unser deutscher Bauernverband, keine Ahnung, man versucht uns immer dann irgendwo dann wieder in eine rechte Ecke reinzudrücken. Das hat aber nichts mit Recht zu tun. Nein, das geht für unseren. Die Symbolik meint man vielleicht, weiß und rot, keine Ahnung, aber das war in Koblenz, ich weiß nicht, ob sie von Koblenz, wir waren in Koblenz, haben wir ja, da war ja Europakonferenz war in Koblenz gewesen, bin ich auch gewesen, sind wir mit Schlepper hin gewesen. Also da haben die von der EU, alle Agrarminister waren da gewesen und die haben sich doch schier erschrocken, dass die Landwirte gegen ihre eigene Bundesministerin waren. Wir haben sie ausgepfiffen, ausgehupt mehr oder weniger. Das konnte sie nicht verstehen. Und da war sie mächtig böse. Und hat uns dann, angeblich hätte man dann Reichsbanner wieder gesehen, dann versucht man, wenn's irgendwie drum geht, dann holt man, ich sag mal in Anführungszeichen, die Nazi-Keule raus und will uns da wieder in die rechte Ecke reinstellen. Und das geht nicht, das geht nicht. Deswegen, ich sprach's mit Stolz. Ich hab's sogar von Jan Hennig auch mitbestellt. Ich hab's rübergekriegt. Es gibt einmal das ist die entworfene da. Da unten der Steffen Weller von Baden-Württemberg, die haben diesen geschwungenen Fluch. Gibt verschiedene, also das, ich sprach's mit Stolz. Könntest du noch mal für unsere Zuschauer erklären, wer Jan Hennig ist? Jan Hennig, ja, das müsste man. Das ist ja sogar ein Bürgermeister aus Eiderstedt. Wo sitzt der oben? Nordfriesland, Nordfriesland. Ja, da müssen den Jan Hennig besser sein. Ich habe ihn zwar, ich könnte ihn anrufen, da könnte er ihn direkt erzählen, aber der ist auch hier, der fährt auch hier rum. Der ist auf jeden Fall auch hier. Okay, super. Macht aber auch die Bauernbewegungen und die Staten auch im Grunde mit aktiv, auf jeden Fall. Und was bedeutet das hier, da die European... Ach so, das ist auch eine Geschichte. European, wie heißen sie nochmal? European Farmers. Ja, United European Farmers. Ja, United European Farmers. Ist ein Zusammenschluss von allen Landwirten Europas. Weil die Probleme haben wir nicht nur in Deutschland. Ich bin jetzt auch schon 2-3 Mal in Holland gewesen, habe mit den Holländern auch demonstriert. Und die Belgier, die Franzosen. Letztendlich geht es uns alle ums gleiche Problem. Ob das damit klappt, das ist auch eine Organisation, ich habe es nur einmal und dann habe ich nehme ich es auch mit. Ja? Mhm. Ich habe da vorne noch 2 Fahnen dran, also ich bin, wie heißt das, Multitasking, ich fahre, es nützt doch nicht, ob jetzt United European Farmers, ich bin auch BDM, wenn Sie hier schauen, wo habe ich sie hier schön? BDM, was ist BDM? Das ist nicht der Bund der deutschen Mädels, sondern das ist der Bund der deutschen Milchviehhalter. Das bin ich da nicht drin. Nicht, dass einer wieder kommt. Das ist der BDM. Ich bin BDM-Aktivist. Es nützt aber nicht, der BDM setzt sich für die Rechte der Milchviehhalter ein. Weil im Verband, ich sag mal, im
Im DBV-Verband sind die Schweine über die ISN vertreten, die Zuckerrüben, gibt es einen Zuckerrübenverband, aber die Kuhhalter, die haben, durften sich noch nie direkt selbst vertreten. Und der BDM kämpft auch, seit 15 Jahren sind wir schon für bessere Preise am Kämpfen. Ich war damals dabei auch, wann war das, 2008, 2009, Milchlieferstreik. Ich habe auch eine Woche lang die Milch weglaufen lassen, komplett. Ja? Und stand hier auch schon in Berlin schon, zweite Mal. Ja? Und da haben wir auch gesagt, Milchstreik, es geht nicht weiter. Und dann ist es wieder hoch, dann ist es tief und ja. Aber letztendlich auch jetzt, ich gebe ja LSV, ich zähle mich jetzt mal zu den BBB, Bauernbasisbewegung Leuten, ja. Aus der Basis, weil wir mit der LSV-Geschichte nicht ganz zufrieden sind, wie die ganz oberen, so ähnlich wie beim DBV, wieder handelten. DBV ja? ist? Deutscher Bauernverband. Und BBB ist? Bauernbasisbewegung. Okay, und das ist sozusagen Gegenpol zum Deutschen Bauernverband. Ist mal zugespitzt. Ja, zugespitzt, sagen wir mal wohl, ja. Also normalerweise könnte uns ja der Deutsche Bauernverband richtig vertreten. Ja. Wir haben ihn seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren bin ich auch mit, ich bin seit 10 Jahren ausgetreten. Wir sind ja, ich habe das Gefühl eher, das ist die Lobby der Industrie. Haltet uns die Bauern mehr oder weniger ab im Grunde, ja. Weil die ganzen großen Molkereien und Dings, die sind ja alle Mitglied. Der Milchindustrieverband, die sind alle zahlende Mitglieder im DBV. Und das ist nicht mehr. Also ich fühle mich nicht mehr als in, auf den Ortsebene klappt das gut. Aber je höher wir gehen, Landesebene und hier, wenn wir hier in Berlin sind, ist es ganz vorbei. Also das geht nicht. Also es gibt Kritiker, die sagen, der Deutsche Bauernverband vertrete mehr die Interessen der Regierung als der Bauern. Zumindest auf Spitzenebene, auf Bundesebene. Ja, habe ich, kann ich nur unterschreiben, so, ist so, ja. Ist so. Sagt er zwar nicht, er macht vielleicht einige Sachen, er sagt ja gut, mit Krankenkassen, Zuschüsse und sowas, aber hat sich unser Ruckwitt oder Christen ist ja der Generalsekretär, den waren wir letztes Jahr auch, den wollen wir vielleicht auch noch dieses Jahr nochmal gucken, besuchen, ne, wenn wir jetzt schon einmal in Berlin drin sind, haben wir ja alle vor Ort, dann, aber so, nein, das ist die Politik der einen Verein nehmen lassen, ich weiß nicht. Die Seilschaften zwischen dem Bauernverband, das sieht man an so unseren in Westmünsterland, Johannes Röhring. Johannes Röhring hat Biogasanlagen, sitzt hier in Berlin im Biogasfachausschuss drin. Die spielen sich die Bälle irgendwie besser zu, selber zu. Johannes Ruckwind sitzt bei Südzucker. Südzucker gehört eigentlich den Bauern, ja. Gehört den Bauern und er kriegt ein Aufsichtsratgehalt von 80.000 Euro. Ich weiß nicht, wie viel Pöstchen er noch hat. Johannes Röhring sitzt ja auch hier in Berlin. Das ist der Bestverdiensten, der so viele Aufsichtsräte drin sitzt. Wie soll so einer uns Bauern vertreten, der überall in den Vertretungen mit drin sitzt? Kann doch gar nicht gut gehen. Der kann da gar nicht unabhängig sein. Das ist das Problem. Also das weiß ja unser einer gar nicht. Also wichtig, dass sie es mal sagen oder dass du es mal sagst. Ja. Also es ist jetzt alles völlig neu für mich. Ich finde das ja unerhört. Es gibt ja so, ja, wenn man, es gibt genug YouTube-Videos, obwohl es gibt einen, wo war das auf extra, Fernsehen. Da gibt es ja die Heute-Show oder was gibt es da noch? Und so eine, da gibt es so ein paar Satire. Da wird das so ein bisschen mal, ab und zu so ein bisschen, Satire darf das ja wohl. Und sonst unsere öffentlichen Medien, du siehst ZDF, du siehst ARD, auch hier von Berlin. Keine Ahnung, ich bin ja gespannt, was sie überhaupt berichten. Ja? Ich war so oft, nicht so viel. So, ich war in Holland gewesen, ich habe Tausende von Schleppern gesehen, Zentrallager. Es ist nichts, gar nichts darüber gehört. Ich bin in Berlin, unten am Chiemsee, habe ich mit Frau Merkel und Herr Söder waren da, unten bei den Bayern. Da war ein Chiemsee, wer war denn da? Genau, da hat Frau Merkel ihren Lieblingskandidaten, Herr Söder, vorgestellt. Am Chiemsee, unten bei den Bayern. Und dann bin ich da auch hingefahren. Ich hatte vorher versucht, ob ich ein Gespräch mit kriegen kann, mit Frau Merkel oder mit Herrn Söder. Keine Ahnung, habe versucht anzurufen, Pressestelle, irgendwas zu kriegen. Nein, ist nicht möglich, keine Ahnung. Und da waren wir von Landschaft Verbindung, da sollten hin, die Bauern waren da gewesen, es standen 600 Schlepper da. Ich bin da angekommen aus NRW, da habe ich richtig eine weite Tour, die haben mir zugejubelt, die haben richtig Spaß gehabt. Da hinten in den Medien ist nicht ein Wort von gesagt worden. Frau Merkel und Herr Söder fuhren mit zwei schwarzen Limos vorbei. Frau Kanniba ist ja die Landwirtschaftsministerium, die war ja da gewesen, die war wohl da. Wenn jetzt Herr Söder, wenn ich zu seinem Landwirt noch gesprochen hätte, nichts, gar nichts. Stur vorbei, drauf und auf diese Insel da am Chiemsee. Ja, am Chiemsee. Ja. Aufs Schloss. Ja, genau, der genau zum Schloss, genau, ja. Da. Also das war Wahnsinn. Da habe ich nur gedacht,
warum kommen denn? Und man hat mich auch gesagt, ich sollte kommen und ich wollte auch reden da. Da war aber, ja, ich sag mal, die eine Teil der Landschaftsverbindung, wenn wir dann so hochkommen. Ich wollte eigentlich von den Bauernprotesten, war in Bayern, heißen ja die Schlepper, heißen ja Bulldogs, ja. Und da bin ich dann angefangen mit meinen Reden und dann auf einmal wurde ich wieder abgewürgt und dann war Feierabend. Da durfte ich ja nicht von erzählen. Fühlst du dich noch von einer Partei im Parlament richtig vertreten, deine Interessen vertreten von irgendeiner Partei im Parlament? Ja, eigentlich die Partei, die wir haben, ja, die christliche CDU, die wir eigentlich haben, die kann ich theoretisch eigentlich gar nicht mehr wählen, weil sonst eigentlich die Bauernpartei gewesen ist. Ne? Alle versuchen, es ist jetzt wieder Wahlkampf, versuchen auf den so, früher habe ich gesagt, kommt FDP, keine Ahnung, nein, geht aber, jetzt versuchen, der Gero Hocker versucht jetzt so ein bisschen nach dem. Wir dürfen es ja nicht laut sagen, keine Ahnung. Rede ich von der AfD, werde ich sofort wieder in die rechte Ecke reingestellt. Ne? Das ist das Problem wieder. Ja? Die hat gute Ansätze, bloß sie hat so ein paar, ja, soll ich sie jetzt Spinner sagen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Im Grunde, das ist das Problem. Die müssten vielleicht ein bisschen ausmisten, vielleicht, ja, dem. Dann würde ich sonst, kann ich die sofort auch mit unterstützen. Weil unsere großen Parteien so gar nicht. Und wenn es so ausgeht und wie die Wahlen dann ausgehen werden, ich weiß es nicht, was passiert. Aber wenn wir dann Schwarz-Grün kriegen und Robert Habeck oder keine Ahnung oder Anton Hofreiter wird aus dem Landwirtschaftsministerium, ja, dann weiß ich nicht. Dann sage ich nur Prost Mahlzeit. Ich glaube, dann mache ich lieber vorzu. Dann kann ich lieber ins Ausland gehen. Unsere EU-Politik, wenn ich jetzt in Polen einen Hof losmache, kriege ich 60% Zuschuss auf die Stelle. Und auch Tiere, wir haben letztens trockene Kühe oder eigentlich Schlachtkühe, hätten Schlachtkühe können, da sagte mir Händler, die können wir auch rüberfahren. Aufgabebetrieben im Osten. Die Tiere wären nicht geschlachtet, die wären einfach nach Polen rübergefahren. Die Bauern, die da die Tiere kaufen, kriegen 60% auch auf die Tiere. Nicht nur auf die Stelle, auf die Tiere. Und haben dann den Produktionsvorteil und fahren die Milch teilweise wieder hier nach Deutschland rein. Sobald die Milch nur 30% Anteil deutsche Milch drin ist, ist es eine deutsche Milch. Kann man verschneiden. Ist es schon wieder deutsche Milch. Ja? Das ist, ich will den Polen nichts. Aber wenn ich hier sehe, zum Beispiel die Eierhaltung, Käfighaltung, ist in Deutschland verboten worden. Gibt es hier nicht mehr. Gibt keine Käfige. Wo ist die Käfighaltung? Die ist in Polen, Bulgarien, ist überall. Dann werden die teilweise die Eier rübergefahren, kommen aber hier in Deutschland, werden sie in die Kartons reingepackt. Und dann auf einmal sind es wieder deutsche Eier. Also, woher kommt eigentlich der Spitzname der Adlonbauer? Ja, woher kommt der Spitzname der Adlonbauer? Ja, ich war letztes Jahr war ich auch in Berlin gewesen bei der großen Demo und hab mir dann mal den Joke erlaubt, weil das Adlon ist ja sonst eigentlich ein Luxushotel hier in Berlin, ob die wohl auch einen Landwirt aufnehmen würden. So wie ich bin und hab dann 2 Tage vorher angerufen. Ja, und dann sagten die, nö, geht wohl. Soll dann ja auch was teurer sein. Ich sag, die wollten nämlich Richtung, ich glaube, für eine Übernachtung knapp 500 Euro oder 400 Euro für eine Übernachtung haben, ja? Kommt hin. Ja? Ich sag, ich bin Landwirt. Ich sag, das kann ich nicht bezahlen. Das ist nicht möglich. Dann haben sie gesagt, wir melden uns bei Ihnen. Ich will mal nachhaken. Tag später riefen sie zurück. Herr Altemann, wir können was organisieren. Sie können günstiger rein, ich sage den Preis jetzt nicht, aber es war deutlich weniger, aber über 200 Euro immer noch gewesen und sogar abgegradet eine Klasse höher. Ja, ja, und dann habe ich dann die 2 Tage, ich musste ja, ob ich bezahlen, ja, mit Kreditkarte. Ich sage, ich habe keine Kreditkarte, ich habe nur eine Bankkarte. Ich sage, ich kann wohl nur sofort überweisen. Ich sage, schicken Sie mir das Geld, ich mache Ihnen das Geld direkt überweisen dann. Na, zack, habe ich überwiesen und habe dann eingecheckt am Adlon, bin davor gefahren und die anderen, die dann vor, da waren teilweise Autos, die fragten auch schon, ich sollte wegmachen. Ich sage, ich wohne, ich residiere auch hier, ne? Ich gehe hier auch rein. Ja? Und der Page, ich habe da ein schönes Foto von, ich kann dich auch nochmal raussuchen. Also, der hat mich drin und ich denke mal, dass ich dieses Jahr auch noch, oder wenn ich jetzt hier bin, da noch zumindest einen Besuch abstatten werde, zumindest nochmal wieder gucken würde. Ja, das war, und ich habe mich, das Schöne war, die fragten ja Frühstück auf dem Zimmer. Ich sage nein, ob ich auch bei den Gästen sitzen kann. In meine, aber nicht mit Ahnung, mit meine Lohnunternehmer-Sachen, so wie ich es anhabe im Grunde. Wollen Sie das denn wohl? Ja, ich sage auf jeden Fall. Ja, und das habe ich auch gemacht und war sehr interessant. Es war zwar auch schon, das war bei der Mahnwache, genau. Wir hatten ja schon eine Mahnwache hier in Berlin gehabt.
Ich war schon ein paar Tage hier in Berlin, genau. Das war nicht bei der ersten. Die ersten waren wir nur einen Tag hier. Da sind wir ja zurückgefahren und wieder rein. Wir hatten ja eine Mahnwache in Berlin. Das war letzten Herbst gewesen. Da war ich hier gewesen und habe mich für 3 Tage eigentlich im Adlon eingeschickt. Und dann ging es darum, wo kann ich den Trecker parken? Tiefgaragenplatz. Gibt es auch ein schönes Foto. Hinten in der Tiefgarage. Aber ich habe meine Fahne. Ich konnte nur so eben reinparken, aber passte nicht. Da gibt es auch ein schönes Foto von mir. Und dann sagt der Sicherheitsdienst, ja, wir können hinten parken. Haben die Hütchen weggestellt. Und sonst nicht, weißt du was, stell dich einfach da nach vorne vor. Und da habe ich immer vor dem Adlon geparkt. Nicht direkt vom Eingang, etwas weiter. Habe auch ein Knöllchen von der Polizei gekriegt. Und dann habe ich dann zurückgeschrieben. Ich sage, warum kriegen die anderen kein Knöllchen? Also mein Schlepper kostet bestimmt so viel wie die anderen Luxuskarosserien im Grunde, ne? Ja. Ist auch wieder eingestellt, das Verfahren ist gut, das man braucht nicht. Man hat mir das Fahrrad rausgegeben, ich habe ein Fahrrad in Düngerstreuer mitgenommen, wenn ich was zu trinken haben wollte, keine Ahnung. Also, nein, man wird bevorzugt behandelt, genauso wie jeder Gast auch. Ich sagte nicht, nee, das hundertprozentig, war gut, war eine Erfahrung reicher. Werde ich auf jeden Fall mit meiner Frau nochmal nachholen. Also das ist schöne Zimmer, doch wirklich, war gut. Also 3 Tage im Adlon, die erste Adresse in Berlin, ein historisches Haus, berühmt für seine Gastfreundschaft und Luxus ohne Ende. Der Trecker direkt vom Adlon, fast direkt, ja. Das muss ja wirklich ein Erlebnis gewesen sein. Wie hat es sich so angefühlt, mal 3 Tage im Adlon zu residieren, dem ersten Haus am Platz? Ja, schick. Ja, war gut, einfach um das mal zu sehen. Es ist ja alles auf altes Stil, auf alt. Ich kam mir vor wie auf der Titanic. So muss man sich vorstellen. Ne? Weil, also wenn ich in der Titanic wäre, wenn ich in den Aufzug einsteige, denke ich nur, ist das, ja, es ist der Stil des Adlons praktisch. Ist einfach so. Ne? Ich bin auch schon jetzt rund gereist, ja auch in andere Hotels hier in Deutschland schon mal gewesen. Aber es hat man mitgemacht. Ne? Allein das Geilste war das Frühstücksbuffet. Also wenn man das mal mitgemacht hat, die Leute, wenn die kommen und noch ein Smoothie halten, man, dann läuft hier einer rum und läuft da. Es war ja Corona schon, wir durften nicht ans Buffet. Man hat uns alles gebracht, was man braucht, irgendwo, ne? Hinsetzen. Und weil ich das Zimmer einmal hatte mit Dusche, wir waren ja Mahnwache, da haben wir auch im Sommer welche übernachtet hier in den Wagen und die wollten mal duschen. Und dann habe ich gefragt, da waren da 3, 4 Frauen, ne, 2 Stück, die wollten auch mal duschen, ob die mein Zimmer da haben können, hatte ich abgeklärt, ne, und dann... Dann durfte ich mein Zimmer mitnehmen. Einen habe ich mitgenommen zum Essen. Nachdem konnte ich Sachen abnehmen, ob ich mal zeigen konnte. Ne, ist ja Ihr Zimmer. Das können Sie machen. Was ist ja Ihr Zimmer, ne? Nein, war. Also wirklich zuvorkommen. Kann ich nur loben. Also wirklich. Hätte ich nicht gedacht vom Kipinski. Ist die Kipinski-Kette. Adlon, ne? Also wirklich. Ja, aber wirklich ein hervorstechendes Haus aus der Kempinski-Kette. Also das Adlon ist schon was. Also das ist schon. Also auch Staatsgäste übernachten dort. Michael Jackson hat dort übernachtet. Ja. Also. Viele Präsidenten, auch Obama. Mir hat einer von den Pagen erzählt, da war einer, ein Scheich, der da gewesen ist. Mhm. Der hat eine ganze Etage angemietet gehabt. Eine ganze Etage. Da war mit Sicherheitsdienst, Security konnte nicht rein. Die haben allein nur Wasser. Die wollten Wasserflaschen haben, weil die wollten nicht direkt was, alle Flaschen. Ich hatte mir gesagt, für 1.600 Euro nur kleine Wasserflaschen immer. Die haben nur Wasser gehabt. Mhm. Also da warst du ja noch richtig bescheiden dagegen, ne, ja, mit einem Zimmer. Die haben mir eine Klasse höher angeboten, ich wollte ja nicht hin, aber ja, da sind mal kleine Suiten, da sitzt man drin, da sitzt ein kleiner Sekretär, da ist eine Kaffeemaschine drin, da kannst du ja alles. Ja gut, und jetzt bist du halt der Adlon-Bauer, ja, aber das hast du ja auch verdient, den Spitznamen, weil es ist ja eine coole Nummer, oder? Kommt also, eventuell der Markus Wipperfürt, kennt ihr den Markus Wipperfürt? Da habe ich ein Video, wenn ihr auf meine Facebook, kann ich euch nachher sagen, auf meine Facebook-Seite mal geht, dadurch bin ich bekannt geworden. Der Markus Wipperfürt, der hat mich gesagt, ja, da war ich auch irgendwie und dann, da habe ich das auch mal so losgesprudelt, ganz natürlich, so wie ich bin. Mhm. Und die haben mir dann, ja, das ist so, ja, so steil gegangen, da habe ich so viele Klicks drauf gekickt und ja, seitdem bin ich da Adlon-Bauer geworden. Ja, ja. Obwohl das auch von einigen kritisch gesehen, wie kann einer, weil in dem Video sage ich, Landwirt, fast an Grenze, aber steckt einen im Adlon. Aber ja, das sind für mich dann im Grunde Peanuts gewesen. Wenn ich Geld verbrenne, also 10 Cent... Bei uns Milchgeld, sag mal, wenn 10 Cent bei mir auf den Hof, das sind für mich 50.000 Euro auf meine Kühe, die ich habe. 10 Cent mehr, wenn wir nur 5 Cent mehr, 25.000 Euro, die ich nicht habe. Für die gleiche habe. Ich tue nicht mehr dafür.
Das ist ja das geht nicht. Ja, du wohnst ja jetzt nicht im Adlon, sondern du bist da einmal in deinem Leben für drei Tage hin. Ja. Und das war ja auch eine Gaudi. Eine Gaudi. Ich war 2 Tage hin und dann habe ich gesagt, wenn ich schon einmal, ich war mit dem Trecker auch an der Nordsee gewesen, aber ich war in Den Haag in Holland, ich kämpfe schon so lange jetzt für die Landwirtschaft und dann bin ich rübergefahren. Ich sage, wenn er schon an der Nordsee ist, dann bin ich hier von Berlin einmal hochgefahren zur Ostsee hin auf die Insel Usedom. Eine Tagestour hin, da übernachtet und hier wieder zurück hier zur Mahnwache. Und dann habe ich gedacht, komm, bevor ich wieder nach Hause fahre, ich check noch mal ein. Habe da noch eine Nacht nachgebucht. Ja, das ist ja konsequent. Ja, konnte sogar das gleiche Zimmer wieder kriegen. Nein, war gut. Ja, lieber Adlandbauer, vielen Dank für das Gespräch. Nochmal ein kleiner Überblick. So sieht er aus. Das Cockpit vom Trecker des Adlandbauers, der vom Adlon parkte. Und vielen Dank, dass du Anni und mir die Gelegenheit gegeben hast, etwas in deinen Einblick zu bekommen. Ja, sehr spannend und sehr, sehr wichtig. Obwohl ich sage, ich bin ja fast gar schon für, aber mal gucken. Deswegen, ich bin froh, wenn ich mal gleich Füße hochlegen kann und mal. Ja, das gönn dir mal. Die Touren und wir bleiben auf jeden Fall hier. Wir haben gesagt, wir lassen uns jetzt nicht abfertigen. Also hätten wir das vor einem Jahr am November, wären wir hier geblieben, wo wir mit die fast 8.000 bis 10.000 Schlepper hier gestanden hätten und hätten wir einfach stehen geblieben. Dann hätten wir was, wir hätten nicht wegfahren sollen. Aber nachher ist man immer schlauer. Deswegen machen wir es so und dann gucken wir mal. Ja? Viel Erfolg. Wir sehen uns morgen hoffentlich. Alles klar, gut. Ja, ciao.